Und wir sind zurück in Minecraft bei unserem schönen Garten, den wir gerade neu machen wollen. Und wir haben ja festgestellt, ich habe keine Eimer dabei, weil ich so ein schlauer Mensch bin. Das ist aber kein Problem. Wir machen es dann einfach. Halt, das war mit Start. Wir machen es dann einfach so, dass wir hier alles mal ein bisschen umkrempeln und danach neu machen. Mit dem Springen ist immer so ein bisschen belastend. So. Dann hier. Und hier nochmal. So. Genau. Dann einmal nochmal zubauen. Halt. Ah, egal. Machen wir es eben so. Meine, von der Größe her ist es ja vollkommen ausreichend. Aber ich bin einfach mit der Aufteilung so nicht wirklich zufrieden. Gut, ich meine, hier der Weg ist klar, dass da bleibt, aber so von dem Rest, weiß ich nicht. Müssen wir eben mal gucken. Wäre ja fast dafür, den noch ein Stückchen nach außen zu verlegen. Wobei, nee, ich denke, das reicht. Jetzt wollen wir den auch alles anbauen. Ganz ehrlich, so viel ist es, ne? Gut, ich hole mal kurz ein bisschen Stuff. So, pflanzliche Blätter, Tropen, Schwarzeiche, Birke, Fichtennadeln. Gut, Eiche habe ich anscheinend alles mitgenommen, sei es drum. Halt. Haben wir ein paar Seerosen. Fünf Eimer. Sonstiges. Brauchen wir hier nicht. Okay, Blätter. Ach Quatsch, Nederzeug. Klar, hier nehmen wir mal 8 mit. Dann holen wir oben noch ein paar Blätterchen. Kies haben wir dabei. Ha, die Wolle lege ich mal hinten ab. Genauso auch bei Sonnenfrei. Halt, das kommt Ausrüstung. Ausrüstung. Pfeil und Bogen. Noch ein paar Pfeile. Haben wir jetzt noch nie so wirklich genutzt. Werden wir vielleicht irgendwann mal machen. Momentan nicht. Nee. Ist, hoffe ich, kein Problem für euch. So, dann machen wir uns hier so schön die Eimerchen voll schon mal. Wobei, nee, jetzt ist ein Platz weg. Ich mache erstmal ein paar neue Wege. Und vielleicht auch dann hier noch die Tür raus. Mal gucken. So, da würde ich sagen, wir machen. Hier ein Weg. Mal gucken, zack. Ja. Hier. Gut, fangen wir mal das an. Hier machen wir Kakaobohnen hin. Da haben wir die dann hier so. Schwierig. Schwierig, schwierig. Bin gerade am Überlegen. Ich probiere mal kurz was. Doch, dann nehmen wir den Oma weg. Ich mache das ja alles mal ein klein wenig größer noch. Dann wird der Weg. Gott. Hat mich gerade erschrocken. Da wird der Weg ja noch mal ein bisschen versetzt. So.
Weil ich ja momentan eh noch nicht weiß, was ich hier dann bauen möchte. Können wir das ja ruhig mal machen. Der wird dann, sagen wir mal, bis hier. Halt, hier. Hier und dann ab hier dann Dings. So. Genau, dann hier. Komm, machen wir gleich mal hin. Eins. So. Erstmal nur als Gedächtnisstütze für mich. Und jetzt machen wir erstmal die Wege fertig. Wegwerfen wollte ich ja natürlich nichts. Aber passiert. So. Ein Weg. Dann wäre eigentlich hier dann zwei Weg. Genau. So. Hier machen wir gleich mal ganz kurz einen Moment. Drei Weg, wobei da können wir so gleich direkt bis hier hin machen. So. Aber zwischendurch 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 3, 5, 4, 4, 2, 3 und 3, machen wir 3, 3 und 3, genau. So, dann kommt da hier der Weg, genau. Der kommt dann so rüber. Machen wir nämlich jetzt so ein bisschen mehr Gartenfeeling. Ich mache es jetzt nur mal kurz provisorisch. Hier. Ja, gut. Da bin ich jetzt mal so frei. Und hol noch mal ein paar Blätter. Da sind oben noch ein paar, aber es waren ein Haufen Pflanzensachen oben. Insofern hoffe ich das einfach. Ja, Eichenlaub, 3 Stacks reicht. Oder eben so viel, wie wir mitnehmen können, reicht auch. Und dann machen wir draußen als erstes mal das. Und dann drinnen. So, dann hier kommt einer hin. So, gleich mal noch das Wasser weggemacht. Hier kommt einer hin und hier in die Ecke. Genau, nämlich kommt in jede von diesen Löchern jetzt ein Glowstone. Ah ja, hier die schöne Sonne. Fein. Hier die Baumform kommt dann auch nochmal ein bisschen weg. Da kommt dann, denk mal, so ein bisschen mehr was in Richtung Teich davor. So. Machen wir hier so ein bisschen Hecke. Ne, hier nee, Moment. Dann machen wir so Risch. So. Zack. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ist jetzt ungleichmäßig, ne?
Ja, das ist besser. Ist nicht perfekt, aber besser. Genau, machen wir hier so ein bisschen Hecke. Wobei die können wir eigentlich. Machen wir die durchgehend drei hoch, das gefällt mir fast besser. So. Und dann hier nochmal noch so eine kleine Barriere dazwischen. Genau, da können wir auch hier. So. Und hier würde ich dann auch sagen, bisschen Hecke, Hecke, Hecke. Oh, jetzt muss ich gleich niesen. Das ist blöd. So, jetzt muss ich mal gucken. Der Weg ist gen. Ne, der Weg ist genau falsch. Der Weg ist genau falsch. Denn hier muss dann nämlich Wasser hin. Ich mach's gleich mal ganz kurz. Moment. Ah, jetzt ist meine Scheiße in den Traum. Mein Gott, ey. So, Zuckerrohr, Melonen. So. Einen Eimer geholt und dann machen wir wieder weiter. Hier kommt nämlich dann Wasser rein. Erstmal. Zack. 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 Fertig. So. Reihe 1. Weil wenn ich jetzt hier noch Reihe 1 mache, hier dann so, dann hätte ich hier nochmal ein bisschen Blatt. Ein bisschen Platz, ein bisschen Platz. Dass man dann sagt, meinetwegen hier nochmal. Hier dann den Weg. Ich wollte ja eigentlich noch eine kleine Laube hier rein setzen, aber ich glaube, das lassen wir dann mal. So, hier nochmal der Weg. Und dann hier nochmal Wasser. So. Dann machen wir das gleich mal so. Genau, und jetzt können wir es ja direkt hier rausnehmen. So. Sollte man die Steam-Meldung unten sehen, wie immer, sorry. Kies alle? Nee. Ich dachte, kommt schon. Kann ja gar nicht sein. Bei so eine kleine Laube hätte ich schon Bock drauf. Könnte man, wo könnte man, wo könnte man? Vielleicht hier nochmal mit? Hier am Ende so. Hier so. Wenn man das so wegmacht. Machen wir mal so. Da muss er dann hier Hecke hin. Eine dicke Hecke muss hier hin. Und vor allem muss die hoch sein. So. Gut, hier die Hecken sollen dann mehr so ein bisschen nur Zierde sein. Die machen wir einfach nur zwei hoch, ein dick. So. Und hier, die machen wir nur einen hoch. So.
Ja, doch, gefällt mir. Genau hier dann noch mal so ein bisschen ham, ham, ham. Nee, hier, nee, 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 nee. Holz machen wir ganz kurz hier ein bisschen ab. Machen wir mal hier die beiden Bäume so ein bisschen. Malträtieren wir die mal. Oh. Und den Rest lassen wir mal droppen. Halt, Sapling. Gleich wieder neuen bauen. Beim Bauen, anpflanzen. Also wer von euch schon mal einen Baum gebaut hat, dann gut in Minecraft Bäume bauen, klar, macht man manchmal. Oder reparieren, je nachdem, einfach mal ein paar Blätter hinzufügen, aber an sich doch eher selten. Genau. Was ich machen möchte, ist folgendes. So, hier 1, 2, 3, zack. 1, 2, zack. Und zack. Das wird dann unsere kleine Laube. Mit einer Türe dort, einem Fensterchen hier. Wobei, die muss ja gar nicht. Die Stämme sind noch gar nicht 3 hoch, oder? Und dann hier so ein kleines Dach und so. Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Ja, Höhle ist gut, pack dich. Ich habe gerade wichtigere Probleme als dich, nämlich Holznot. So, ich würde aber sagen, wir machen dann die Holznot mal in der nächsten Folge. Was ich jetzt als letzte Amtshandlung noch kurz mache, noch ein paar Blätter scheren. Damit wir dann schön schon mal ein bisschen mehr abholzen können. Mit einem Blättern, wir müssen ja jetzt hier nicht übertreiben, aber gerade wenn ich sehe, was uns dann hier bei unserem Baumhaus noch so erwartet, brauche ich dann schon ein bisschen. Oi. Das war meine Hecke. Mist. Das sollte jetzt natürlich so nicht passieren. Genauso wenig, dass mein Inventar voll ist. Ah ne. Das mit dem vollen Inventar hat sich auch geklärt. So, das wäre dann schon mal so unser kleiner Garten. Mit allen möglichen schönen Dingen. Und hier kann man nämlich genau in das Fenster reinschauen. Das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und hier bauen wir noch mal so ein klein wenig Hecke. Das mache ich jetzt noch ganz kurz. Minecraft ist auch so ein Spiel, wo man einfach nicht fertig, muss man sagen. Genau, und da können wir dann hier. Das mache ich ja schon wieder was, Mann. Hier so schön so unsere kleinen Gartenlaube. Ich kann nämlich dann vielleicht ein paar Werkzeuge reintun, mal gucken. So hier so schön in der Kurve rum. Und ich würde sagen, wie gesagt, wie immer, danke fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Let's Play Minecraft wieder. Das wird dann auch eine neue Aufnahmesession sein. Also wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen was verpeile. Ja, an sich müssen wir mal gucken, wie wir das alles so machen. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Also bis zur nächsten Folge und danke fürs Zusehen. Tschüss.